Wäre heute nicht schon der 2. April, würde ich es echt nicht glauben. Und zwar hat Supercell, Leute, nicht eins, auch nicht zwei, sondern drei neue Supercell Games angekündigt, welche alle in der Clash Royale und Clash of Clans Welt spielen werden. Ich bin sowas von gehypt, vor allem das letzte gefällt mir richtig gut. Deswegen würde ich sagen, ein Lag gleich, ein Lag weniger, auf diese Games warten. Und ein Abo sowohl hier als auch auf meinem zweiten Kanal würde mich auch sehr freuen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und jetzt, Abfahrt! Hier ist das beste deutsche Fernsehen mit der Brawl Show. Da das hier auch ein Brawl Show Video ist, würde ich sagen, gebe ich nochmal ein paar Informationen zum neuen Brawl Talk, der morgen rauskommt. Hier in dieser Minute geht es dann weiter mit dem anderen Video. Und zwar wird der Brawl Talk 4 Minuten 15 lang sein. Was aber auch verständlich ist, wenn man sieht, dass es zwei neue Brawler geben wird, jede Menge neue Skins und einen neuen Spielmodus. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Auf was ich mich aber noch ein bisschen mehr freue, ist die Mystery mit Season 6. Denn wir sehen hier schon, hier ist eine Bank im Western Cell abgebildet, die Starbank heißt. Und ich glaube, da kommt noch mal ein bisschen was auf uns zu. Ich denke mal, das Thema der Season 6 wird dann Western sein. Was doppelt interessant ist, denn früher im Jahr 2017, wo die Brawlstars Beta rauskam, war das Thema von Brawlstars auch ursprünglich nur Western. Und wie der Twitter-User abgefuckt, echt ein sehr cooler Typ, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, auch herausgefunden hat, haben wir hier einen Safe abgebildet, den es früher in der Beta auch mal gab. Und gestern hatten wir auch diesen Safe, den es auch in der Beta schon mal gab. Was das genau zu bedeuten hat, erfahren wir hoffentlich morgen. Aber was wir jetzt schon erfahren ist, wie die drei neuen Games von Supercell aussehen werden. Das erste Game heißt Clash Quest und ist eine Mischung aus Clash Royale natürlich und Candy Crush. Ihr müsst nämlich verschiedene Truppen antippen, welche dann Gegner angreifen, die haben verschiedene Fähigkeiten. Und ja, ganz ehrlich, haben wir doch irgendwie alle schon mal gesehen, ist jetzt nicht besonders innovativ und ich glaube persönlich auch, das wird sich jetzt nicht lange halten. Ihr müsst halt eure Truppen antippen und die greifen dann eben Gegner an und dann könnt ihr halt dann theoretisch noch Kombis oder so erzielen. Sie haben es jetzt auch ein bisschen schleierhaft erzählt, die Games sind auch alle nicht sehr weit entwickelt, also das wird auf jeden Fall noch dauern, bis wir das sehen werden, aber bis jetzt packt mich das echt überhaupt nicht. Was mich aber packt, ist, dass es verschiedene Fähigkeiten geben wird. Damit meine ich nicht die Fähigkeiten, die wir hier unten sehen, sondern verschiedene Fähigkeiten, die man den einzelnen Charakteren zuweisen kann. Sowas finde ich auch eigentlich in Clash Royale an sich ganz cool, dass man jetzt sagt, irgendwie, mein Barbar hat jetzt ein Elite-Schwert, was dann 10% mehr Schaden macht oder so. Kommen wir zum nächsten Game, welches ich ehrlich gesagt noch ein bisschen beschissener finde, aber keine Sorge, das letzte ist echt cool. Auf jeden Fall, dieses Spiel heißt Clash Mini und die Figuren sind auch sehr mini. Aber cute. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die klein sind, aber die Figuren sind cute. Lassen wir es mal so stehen. Über die Grafik sehen wir jetzt mal hinweg. Ist ja auch gerade mal in der Alpha. Also Brawlstars sah früher in der Alpha auch nicht so schön aus. Und trotzdem ist es jetzt ein sehr cooles Game geworden. Aber dieses Spiel, ganz ehrlich, ist genauso langweilig. Man muss irgendwie Truppen platzieren und dann schaut man einfach zu, wie die sich eben gegenseitig bekämpfen. In der Hoffnung, dass man eben gewinnt. Ach, wir werden sehen. Wird sicherlich noch ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, die ersten beiden Games hauen nicht mal so null um. Aber das ändert sich mit dem nächsten Game, nämlich Clash Hero. Und erstmal, diese Grafik ist sowas von schön, Leute. Also ich habe selten so eine schöne Grafik in einem Mobile-Game gesehen. Das macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr, aber was müssen wir denn überhaupt machen? In Clash Hero müssen wir mit unseren bereits bekannten Einheiten unsere Clash-Welt erkunden. Dafür sind wir wie in Brawl Stars auch mit einem Joystick ausgerüstet und einer Main-Attacke. Wenn wir mit dieser Main-Attacke häufig genug zugeschlagen haben, bekommen wir aber auch eine Super. Das sieht ein bisschen anders aus, aber wenn das hier alles vollgeladen ist, dann haben wir eine spezielle Fähigkeit, wie zum Beispiel einen längeren Dash oder so einen Stampfer auf den Boden. Außerdem sieht es so aus, dass jeder Charakter ein eigenes Gadget hat, welches sich ungefähr alle 10 Sekunden auflädt, mit dem ihr eben auch eine spezielle Fähigkeit nochmal bekommt. Also das macht auf jeden Fall Bock auf mehr, muss ich wirklich sagen. Es gibt auch schon den Mode und so. Dieser Ballon und diese Koboldhütte sieht sowas von schön aus. Also ich kann es echt kaum erwarten, dieses Spiel zu spielen. Deswegen würde ich sagen, ein Lag gleich einen Tag weniger, auf die Beta dieses Games warten. Und wenn es in der Beta ist, kann es immer noch 1,5 Jahre dauern. Boah, das war damals auch über 1,5 Jahre in der Beta. Also macht euch keine zu schnellen Hoffnungen. Aber was ich mir erhoffen würde, wäre ein wunderschönes Abonnement, sowohl auf diesem Kanal als auch auf meinem zweiten Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, haut rein, San Francisco.